Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review der Hasbro Actionfiguren aus dem Star Wars Film Rogue One, A Star Wars Story. Heute mit Buddy Rook, dem imperialen Piloten, der zu den Rebellen übergelaufen ist. Die Karte, wie gewohnt, im bekannten Design. Und auch eine sehr, sehr coole Illustration von Buddy Rook, dem die Figur nicht wirklich gerecht wird. Also ich finde die Figur soweit ganz okay, aber vom Gesicht, aber dazu dann später, gefällt sie mir doch nicht ganz so. Also sieht gut aus, aber es ist halt irgendwie nicht so richtig, der Schauspieler ist leider nicht so richtig getroffen. Rückseite wie gewohnt viel blau mit Beschreibungstext, den ich wie gewohnt auch vortragen werde. Als ehemaliger Pilot des Imperiums besitzt Buddy ausgezeichnete fliegerische und technische Fähigkeiten, mit denen er die Rebellion unterstützt. Der nervöse Pragmatiker muss all seinen Mut zusammennehmen, um sich gegen das Imperium zu stellen. Und das, finde ich, kommt irgendwie nicht so richtig raus bei der Figur. Also dieser andauernde unsichere und nervöse Gesichtsausdruck, der fehlt hier. Er ist sehr entschlossen. Also dieser Gesichtsausdruck, ich glaube, das ist auch, was mich an der Figur stört. Der Gesichtsausdruck ist doch sehr, sehr entschlossen. Auch wenn der Charakter natürlich dazu entschlossen ist, überzulaufen. Aber das gucken wir uns gleich an. Es ist immer noch das gleiche stumpfe Messer wie im letzten Review. Es ist die gleiche Aufnahmesession. Und ich habe jetzt das Messer halt nicht gewechselt. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Denn irgendwann muss ich sagen, ich schneide die jetzt auf und das ist sonst langweilig, glaube ich. Und deswegen, hier mit der Spitze geht es besser. Muss aufpassen, dass ich jetzt die Karte nicht erwische. Weil sieht doof aus, wenn man zukünftige Autogrammkarten verhunzt. Weil man jetzt etwas hektisch bei der Sache ist. So. Oh, hier haben sie es gut mit uns gemeint. Und mit mir gemeint. Gleich mal zweimal der Warnhinweisbogen. Sicher ist sicher und ein... Ja. Sieht gut aus. Ich mag das, wenn man zerknittertes Papier aus einer geschlossenen Packung herausholt. Da wird dann nochmal beschrieben, wie dieses Backpack, was ihm beiliegt, funktioniert. Ist, glaube ich, jetzt auch das erste Zubehörteil, was auch wirklich Sinn macht, denn ihm liegt die Kabeltrommel bei, mit der er auf Scarif die Datenverbindung herstellt. Und da haben wir noch den anderen Zettel, und zwar hier für die App, das blaue Ding. Ich hole mal eben den Haken. Der ist da oben halt fest. So. Das Ding wickelt sich ab und muss dann halt über so ein kleines Drehrad. Ist jetzt also nicht wie diese anderen Teile, wie diese Grappling Hooks. Die hatten ja den Federmechanismus, aber hier ist halt keiner drin. Man muss also wirklich das Ganze dann von Hand wieder aufkurbeln. Ist sicherlich für Kinder ein bisschen besser mit diesem kleinen Rad an der Seite, aber es geht schon irgendwie. So, und dann hängt dann da der Haken drin. Das Teil finde ich also wirklich cool. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, auch so von den Farben her, von der Kunststofffarbe her, so ein leicht satinierte Oberfläche. Die Teile sind halt nicht in dem gleichen Braun gefertigt. Gut, hier haben wir ein Hartplastik, hier haben wir das Weichplastik, damit man ihnen das ganze Geschirr dann auch über die Schulter legen kann. Und auf der Vorderseite ist das Ganze dann auch noch bedruckt, was ich sehr schick finde. Und halt der Haken bzw. dann das Verbindungsstück, um halt die Daten halt zu übertragen. Und da ist noch eine Öse und da ist eine Öse, aber die ist nicht für den Haken, das ist dann für die Riemen, die dann, wenn wir es nochmal schon mal vorher anschauen, nicht unten reingesteckt werden, sondern so seitlich hier hereingeschoben werden. Da, aber sehr eng vom Loch her, aber doch, es geht so. Ich friemel die ja schon mal rein. Lass sie dann in dieser Position hier auf dem Tisch stehen. Vielleicht hilft das dann auch, das Ding nachher besser umzulegen. Aber da erstmal zur Figur. So, einmal gezeigt. Stehen tut er super. So rum nicht, da kippt er dann noch ein bisschen, aber jetzt steht er. Aber so in der Hand gehalten, finde ich den schon mal cool. Also die Figur selber macht einen schönen Eindruck. Das Blau finde ich gewöhnungsbedürftig. Der Overall mag blau gewesen sein, aber dieses Blau,
Okay. Ansonsten, wie gewohnt, Kugelgelenk im Kopf. Kann auch so ein bisschen auch kippen. Die Brille ist leider mit angegossen, ist leider nicht kein Einzelteil. Aber die hat er, glaube ich, sowieso die meiste Zeit auf dem Kopf. Dann die Swivels, also hier die Scheibengelenke in Armen und Beinen. Und sitzt ja, mit einer der wenigen Figuren, die dann auch wirklich so gut wie gerade sich hinsetzen kann, um dann halt den U-Wing zu steuern. Aber mehr Personen passen in den U-Wing auch nicht rein. Das finde ich immer noch schade, dass Hasbro da nicht irgendwie ja, das Ding doch noch ein bisschen größer gemacht hat. So, zur Figur. Die Brille sieht trotzdem ganz cool aus. Das Gesicht, doch, ich finde ihn einfach zu ernst. Hat auch nicht diese komischen Fransen, die Base Malbus hatte. Da sah der Bart in der Aufnahme doch ein bisschen komisch aus. Die Weste ist cool bemalt. Oben hat er nochmal wie so ein Kurzzylinder stecken. Der Reißverschluss ist gelb hinterlegt. An der Seite hat er nochmal so eine silberne Spange. An beiden Seiten hat er sowas. Cool, dass die auch mit bedruckt sind. Die Weste sitzt auch lose, ist nicht angegossen. Die Hose wirkt ja, vom Material her sehr schlicht. Vom Faltenwurf auch sehr glatt das Ganze. Ein bisschen zu glänzend. Aber schön zerknittert auf jeden Fall. Das finde ich gut. Die Nummer steht auf der Innenseite des Beines, allerdings nach vorne gerichtet. Die Hose bzw. die Beine des Overall stecken nicht in den Stiefeln, wie man es im Film kennt, sondern halt über den Schuhen. Aber auch hier die Haare ganz cool bemalt. Extra noch der Riemen von der Brille am Kopf. Wie gesagt, dann kommen wir runter zur Weste. Das Imcock sieht gut aus. Die Weste, da kann man auch die kleine Schnalle sehen. Die Hände, die halt meiner Meinung nach ein bisschen zu klein sind. Und auch das Ende der Hose zu den Schuhen sieht gut aus. Rückseitig betrachtet hat er hinten die Haare halt zusammengebunden. Dann die beiden Strähnen, die halt nur über die Ohren gelegt sind. Oben nochmal so einen kleinen Zopf drauf. Dann auch gut zu erkennen das Band von der Brille. Hinten auch wieder sehr viele Details auf der Weste. Verschiedene Riemen drauf. Verschiedene kleine Ösen, die auf der Rückseite allerdings dann nicht bemalt sind. Und auch hier wieder ein schöner, zerknitterter Eindruck seines Overalls. Dann kommen wir mal zum Umlegen des Teils. So hat sie schon mal ein bisschen halt hin verzogen. Ich erinnere mich noch dran bei der... Ich hätte erstmal einen Arm und dann halt das Ding da drauf. Bei den Rucksäcken von Rey. Da war es mal so ein bisschen blöd, dass die Nippel da nicht so gut in die Löcher zu pressen waren. Aber hierbei geht das doch ganz gut. Auch mit der Weste schwebt er jetzt zwar so ein bisschen drüber, liegt da so ein bisschen komisch. Aber er hat halt dieses fette Pack halt jetzt auf dem Rücken und kann damit sogar stehen. Und das finde ich halt wirklich toll, dass man die Figur hinstellen kann. Mit dem Teil ein bisschen nach vorne geneigt zwar, aber wenn man so ein Gewicht auf dem Rücken hat, so ein Kabel wiegt schon einiges. Also da musste er wirklich eine ganze Menge durch die Gegend schleppen und das im Kampfgebiet, das war, ja, da hat er sich echt nochmal bewiesen. Aber leider, umsonst war es nicht. Sie sind ja, aber trotzdem krass halt, wie sein Ende dann da war. Er saß dann da in seinem Dings, aber naja, das wissen wir ja. Und wer es nicht weiß, den will ich jetzt nicht spoilern. Nee, macht einen guten Eindruck. Funktioniert super. Dann kann man ihn hier dann so zack irgendwo einhängen. Sehr kurz. Also, ja, da hätte er also keine Kabeltrommel gebraucht. Da hätte er das Ding einfach so geschnappt und dann eingestöpselt. Da war dann die Strecke, die er zurücklegen musste, ja doch schon etwas länger. Aber gut, bei Hasbro ist im Kinderzimmer ja alles etwas kleiner, wie wir beim U-Wing leider erfahren mussten. Ein Blaster hat er noch dabei. Ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass der Blaster bei den Rogue One-Figuren mit dabei lag. Und zwar der klassische, leider verbogene, arg verbogene, ganz normale Rebellenblaster. Jetzt hier nochmal im Detail. Hat jetzt also keine großartigen Prints drauf. Ist einfach nur ja der graue Kunststoff. Aber wie gesagt, leider verbogen. Aber sonst, okay. Man erkennt also auf jeden Fall, welche Waffe das sein soll. Die er dann hoffentlich auch in der Hand halten kann, aber das auch bestens. Also, abgesehen vom Gesichtsausdruck, finde ich diese Figur,
Jetzt wollte ich nochmal gerade hinstellen und hauen gleich um. Ich muss zentriert in die zur Kamera stellen. So. Wirklich eine coole Figur. Gefällt mir richtig, richtig gut, abgesehen von dem Gesichtsausdruck, der mir zu entschlossen, zu verbissen wirkt. Im Gegensatz zu dem Charakter, wie er im Film halt zu sehen war, dieses zurückhaltende, eingeschüchterte, nervöse. Das kommt ja leider jetzt hier nicht ganz so bei raus, aber doch hat sich doch einiges bei mir doch verändert, also von der Einstellung zu der Figurenumsetzung, auch weil ja halt dieses Backpack so richtig cool anzulegen ist, sehr einfach anzulegen ist. Dachte erst so, naja, ist ja halt für Kinderhände gemacht, aber okay. Das ging. Die Weste kann man übrigens auch ablegen. Die ist zwar an der Seite nicht geöffnet, da ist zwar ein kleiner Schlitz, aber das hat wohl andere Gründe. Ich nehme mal eher an, oder kann man die auseinanderklippen? Ah, okay. Man kann sie auseinanderklippen. Da wird es halt zusammengesteckt. Und dann kann man eben diese Weste auch, kann man den Arm sogar unten lassen und dann muss man wahrscheinlich doch einen Kopf abnehmen. Entschuldigung. So. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob er jetzt die Weste um hatte, als er mit dem Teil hier durchgegangen gerannt ist oder nicht. Aber ja, mit Weste finde ich ihn also cooler. Vorne kann man sich auch nochmals anschauen, ist der Overall doch sehr, sehr, sehr schlicht und hinten ist er richtig schön faltig. Aber vom Gesamteindruck dennoch stimmig. Absolut nichts daran auszusetzen. Top-Figur. Auf jeden Fall. Anziehen. Anziehen, anziehen, anziehen. Doch, geht auch mit dem Kopf drauf. Diesen besten wieder zumachen. So, geht auch super. Absolut. Cool. Ja, das lasse ich jetzt mal ab. Dauert ja sonst etwas zu lange. Haben wir auch schon gesehen. Ja, die Figur nach dem Auspacken hat mich auf jeden Fall überzeugt. Leider jetzt erstmal von der Wave die letzte Figur, die von Rogue One war. Aber es gibt ja noch einen Cassian Andor mit einem Stormtrooper und den werde ich dann wohl nächste Woche, wenn alles hinhaut, ansonsten in 2 Wochen dann hier auf dem Kanal präsentieren. Dann erstmal vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und ciao.